Ja, liebe Zoom-Nutzer, heute erkläre ich euch, wie man eure PowerPoint-Präsentation noch attraktiver machen könnt. Ich selbst bin kein Freund von PowerPoint, aber ich bin ein Freund von Menschen, dass man den Sprecher sieht. Und das ist ja oft der Fall, wenn man live präsentiert, dann seid ihr im Mittelpunkt, aber bei PowerPoint auf Zoom habt ihr meistens euer Gesicht verborgen, weil die Folien im Vordergrund sind. Das muss nicht sein. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist ein Hintergrund von mir, der ist statisch. Auch da kann man ein Video einblenden, aber ich kann den Hintergrund nicht steuern. Aber PowerPoint hat nur eine Option, oder besser gesagt, Zoom hat nur eine Option, PowerPoint einzusetzen. Das zeige ich euch, wie das funktioniert, indem ihr auf der Freigabe hier unten, ich gehe mal kurz auf dieses Bild Freigabe und bringe ich mal so ein bisschen, ne, andere Seite, bisschen rüber. Und ihr seht bei der Basic-Seite, das ist das, was ihr normalerweise habt. Ihr habt die Möglichkeit, hier eure Applikationen auszuwählen. Und wenn der PowerPoint im Hintergrund gestartet ist, da habt ihr eben PowerPoint, geht in den Präsentationsmodus rein, und dann könnt ihr das präsentieren. Und dann seid ihr in einem kleinen Fenster oben sichtbar. Aber das wollen wir gar nicht so machen. Wir wollen es anders machen, indem wir auf Erweitert gehen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Folien als virtuellen Hintergrund zu verwenden. Und das mache ich mal eben gerade. Natürlich fragt das System, welche PowerPoint soll ich nun als virtuellen Hintergrund nutzen? Und ich sage mal, Zoom-Sprecher einblenden, also eine Folie, die ich selbst vorbereitet habe. Hier oben sieht man mich im Kontrollfenster noch drin. Er bereitet jetzt die PowerPoint vor. Leider ist das Problem jetzt, hier unten sieht er mich jetzt auch, hier oben sieht er auch, wo ich jetzt in dem Hauptbildschirm bin. Leider ist es so, dass wir keine Videos und andere Tricks in PowerPoint nutzen können, weil eine Konvertierung stattfindet. Deswegen dauert es auch ein bisschen, bis das Zoom-System die PowerPoint-Folie übersetzt hat. Man kann jetzt so Folgendes tun, das ist ganz witzig. Ich kann mich jetzt hier vergrößern, wenn ich mag. Also ich kann mich deutlich mehr in den Vordergrund reinpacken und kann jetzt zum Beispiel hier oben sehen, wo ich dort wäre. Also wenn ich mich jetzt verschiebe, mit der Maus kann ich mich auch verschieben. Hier oben im Kontrollfenster sieht man ganz gut, dass der Hintergrund sich mitbewegt und ich immer die Möglichkeit habe, mich zu kontrollieren, wo ich jetzt bin. Und wenn ich jetzt in PowerPoint drin bin und schalte mich weiter, hier ist zum Beispiel eine freie Folie, kann ich immer eine freie Folie nutzen, um mich zu präsentieren, unabhängig vom Hintergrund. Und wenn ich weiterschalte dort, dann kann ich sagen, okay, da bin ich wieder und kann jetzt genau diesen Bereich auch definieren, wo ich sein möchte, um zum Beispiel irgendwelche Inhalte nicht zu überdecken. Ja, in dem Falle würde ich hier unten neben unser Logo gehen und kann mich ein bisschen daneben setzen und schon funktioniert die Geschichte. Was ihr gesehen habt, ist, der virtuelle Hintergrund ist weg. Also wenn ihr eine Werbung im Hintergrund habt, das funktioniert nicht, weil wir automatisch eine Freistellung dort haben. Was auch noch ein bisschen schwierig ist, wenn ich die Freigabe jetzt stoppe, und das tue ich mal, jetzt bin ich wieder ganz normal zurück in meinen virtuellen Hintergrund ohne PowerPoint und möchte jetzt weitermachen, weil ich jetzt zwischendurch vielleicht was anderes gemacht habe, dann legt das System immer wieder neu rein. Also wenn ich jetzt hier reingehe, Folien als virtuellen Hintergrund wählen, freigeben, das dauert wieder kurz, Sprecher einblenden, öffnen. Jetzt kommt ja diese Konvertierung. Er wird jetzt kurz warten. Er merkt hier oben, der Bandhintergrund ist da. Jetzt bin ich wieder dort und kann jetzt wieder weitermachen, bin aber gleich wieder am Ende bzw. am Anfang der ganzen Präsentation. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert unseren YouTube-Kanal bei Permanent. Wir stehen für digitale Methoden, Lernmethoden, Arbeitsmethoden und Zoom gehört natürlich dazu bei uns. Und es gibt viele tolle Tricks, die man in Zoom auch noch nutzen kann. Und das ist nur ein Teil davon. Wir kümmern uns um Lernen, um HR. Seid einfach angehalten, auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, auf unsere Website zu kommen. Ich hoffe, ihr habt dann einige Tricks wieder mitgenommen. Bis bald, euer Dirk von Permanent. Bis dahin.